wenn du verlierst, was wird passieren? Dabei ist es heutzutage einfach, sich zu therapieren. Schluss jetzt mit der Ängstlichkeit. So viele Stunden, so wenig Zeit. Ein letzter Blick in deinen Spiegel und du bist wach. Was die Welt jetzt wirklich braucht, ist dich in deinem Supermann-Kostüm.
noch fest dazu. Ein blaues Auge ist noch lange nicht genug. Ich brauch mehr Blut auf meine Bände zu. Ich bitte dich, sei nicht zu zart. Ich glaub es jetzt, ich glaub es hart. Ich glaube dich, aber du bist nicht noch wahr. Du bist einsam, wenn du dich zu mir wenig auch verliebst, hab ich danach ein Schleudertrauma. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
aufhören zu singen. Still, still, still.
siehst, bin ich dabei. Ich bin immer dabei. Wenn wenig später dein Tag beginnt und deine Träume nur noch Wolken schatten sind und Spielerei. Du glaubst nicht, dass ich existiere. Ich bin trotzdem immer hier, getrennt und doch ein Teil von dir. Immer dabei, wenn du denkst, dass dich niemand hört, wenn du glaubst, du wirst völlig ungestört. Thank you.
hat deine Figur und sie trägt deine Schuhe. Ich werde ein klein wenig traurig, warum nur ich weiß es nicht. Ich glaube, ein bisschen erinnert sie mich an dich. Es schwimmt eine Leiche im Teich. Ich sitz auf dem Rasen, ein Mann läuft vorbei. Es schwimmt eine Leiche im Teich.
ziemlich still. Aufgabe Nummer 1, ziemliche Stille. Ist das jetzt der Unterschied zwischen Deutsch und Österreich? Stille, Stille! Dann macht ihr halt die Stille so. Okay, das war halt ziemlich still. Es geht gleich weiter. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Genau, selber, zu sehen. Heute, wenn ihr waagerecht seid, dann bin ich echt ein Vögel. Oder habt ihr schon mal eine Krähe gesehen? Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. An dieser Stelle eine kleine Klammer auf. Wir sind ja eine Band als der Bundesrepublik Deutschland. Mit die wir unterteilt in West- und Ostdeutschland. Und es gibt eine ganz kleine, aber sehr schöne Stadt, Zwickau, da hat Martin Luther King, glaube ich, auch irgendwas Sex gehabt oder so. Irgendwo eine Geschichte jedenfalls. Und das wird aus irgendwelchen Gründen von unserem Publikum in Deutschland, lass mich nochmal ausreden, wenn ich so unhöflich, als Synonym für nach Osten ziehende Krähen benutzt. Also sprich, ich sah sie langsam nach Osten ziehen. Zwickau! Verstand, dann seid ihr sowieso auf dem falschen Konzert. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Es muss noch ein bisschen männlicher kommen. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Schön hier vorne, eine wunderschöne junge Dame, und als sie gerade, ich muss männlicher machen, hat sie so. Vielen Dank, du hast uns Männer auf den Punkt gebracht. Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun, plötzlich musste ich lachen. War einfach, oder? Wollt ihr die einfache Variante oder sollen wir es ein bisschen komplizierter machen? Okay, die Männer, schmunzel! Plötzlich musste ich lachen. Schmunzel! Bisschen geschlossener, plötzlich musste ich lachen. Schön, dass ihr auch gleich die Arme hochnehmt. Schmunzel! Ist aber sehr gut, dann wissen die Frauen, wann sie dran sind. Plötzlich musste ich lachen. Und die Damen danach. Das kriegt ihr hin, oder? Plötzlich musste ich lachen. Schmunzel! Das war ein bisschen höher und noch ein bisschen lauter. Plötzlich musste ich lachen. Traf mich wie ein Blitz. Ihr merkt schon, in der ersten Reihe sind Leute, die haben diese Ansage schon 60 Mal gehört. Die müssen sich das überhaupt nicht. Sch. Ein müder Blitz. Sch. Warum der Blitz auch immer sch macht, aber er macht halt. Sch. Aber wir wollen etwas Leben reinbringen. Sch. Sch. Auf die Plätze, fertig, Blitz. Auch hinten, Blitz. Auch auf der Behindertentribüne, womöglich, Blitz. Sehr gut, dankeschön. Blitz! Blitz! Blick! Applaudiert ihr euch selber, oder? Ihr habt das gut gemacht. Und jetzt kommt der eigentliche Höhepunkt und alles, was wir noch anstellen wollen, das zu sein, als die Angel ist nichts als Schwein. An dieser Stelle... Nicht Schwein, Schwein! Okay, du kriegst von mir die Sonderanerkennung, du darfst deinen eigenen Namen singen, aber die anderen singen Schein. An dieser Stelle muss ich zwei neue Bandmitglieder vorstellen. Aus dramaturgischen Gründen den Herrn zuerst, Christian an der Trompete. Und nun, wir haben heute sogar aus Japan dabei. Sie spricht in der Tat kein Wort Deutsch. Sie hat alle Texte per Lautschrift auswendig gelernt. Minasama Ayuko-san! Wer das schönste Schein machen kann. Ich bin auf Platz 12 gelandet, bandintern.
Fand ich, ich meine, von 12 ist doch gar nicht so übel. Jedenfalls, Yoko war unangefochten, die Nummer 1 mit ihrem, aber sie selbst. Yoko-san, Moichiro. Nichts als Schein. Blitz. Okay. Wisst ihr jetzt noch alles? Ich bin sehr gespannt. Wir versuchen es so nach Brüssel zu sitzen. Also so ein Endtor. Ja, du, ne? So sind wir noch nicht. Es passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging unter. Es war gar ziemlich still. Krähen waren zu sehen. Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun, plötzlich musste ich lachen. Nur ein Witz und alles, was wir so anstellen, anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein. Und ich sag ein, wir wollen alle. Yeah.
Ich hab's gesehen, grausam und doch schön. Yeah.
sich verloren, man kennt sich selbst nicht wieder, als hättest du ein fremdes Leben gelebt, musst irgendwo hin, am besten alleine. Auch wenn es dir widerstrebt, du hast Nacht im Traum, plötzlich Visionen. Zweifelst an deinem Verstand. Du sagst, du hast Angst. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du bist ausgerottet. I'm
Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich hab, egal was noch geschieht.
Daniel, kannst du mal dein Licht hinmachen da hinten? Da gibt's T-Shirts von uns, also wenn es euch wirklich gefallen hat. Ich sag schon mal Tschüss und vielen, vielen Dank!